Servus Leute, offen wie das Channel und Servus zu einer neuen Folge mit der 97 Duke, die hier neben mir steht. Da können wir mal hinschauen. Hier steht die kleine. Ja, und ich möchte euch heute zeigen, wie man an dem Motorrad, also quasi das Heck so ein bisschen verschönert. Das heißt, Sozius Fußrasten weg und den Höcker drauf. Allerdings hat sich herausgestellt, das ist gar nicht so günstig bei dem Motorrad. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dazu braucht, das ist nämlich auch ganz schön viel eigentlich, das nicht nur abschrauben. Das seht ihr jetzt in dem Video. Viel Spaß. Sozius Fußrasten. Ja, da Wahnsinn, dass die in einem Video Platz finden. Wenn man die linke demontieren will, dann ist das ganz einfach. Das machen wir jetzt auch gleich. Ja, da schraubt man nur hier drin diese zwei Schrauben ab. Zack, zack, und dann ist der weg. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Problemkind, denn dieser Sozius-Fußraster, der für den rechten Fuß, ist gleichzeitig auch der Halter für den Auspuff. Ja, natürlich. Und den kann man jetzt nicht einfach abbauen, weil dann haut einem nämlich der Auspuff weg. Allerdings gibt es von KTM hier einen originalen KTM-Halter dafür, dass man die Sozius-Fußrasten abbauen kann. Der kostet schlappe 77 Euro. Das war dem Herrn Tollen wieder ein bisschen zu teuer. Drum habe ich da anderweitig was besorgt. Und zwar habe ich von Evotec einen Halter besorgt. Den gibt es auch von Remus und noch von irgendeiner anderen Marke. Allerdings hat mir jetzt der am besten gefallen. Schauen eigentlich alle gleich aus. 65 Euro kostet sowas. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, montieren wir das mal und schauen dann, wie das Ganze ohne Sozius-Fußraster ausschaut. Als erstes geht es dem leichten mal an den Kragen. Genau, ziehen wir los. So, adios. Fangen jetzt mal an, hier den rechten zu lösen. Wir müssen auf. Genau, da müssen wir jetzt mal schauen, weil hier hängt nämlich ja der Auspuff dran. Ich hoffe, der saust uns jetzt nicht gleich entgegen. Ja, so, da ist die Schraube. Folgendes, hier ist ja ein Einsatz drin für die Halterung vom Auspuff und der muss jetzt raus. Müssen wir hier hinten das rausziehen und hier vorne das rausziehen, dass das quasi so ausschaut, und dann müssen wir noch das Gummi rausmachen. So, Gummi ist drin, kommt dann quasi so ran. Oh, passt sogar richtig gut. Und einmal vorne. Auspuff ist fest und schon ist die Fußrastenanlage weg. Ja, jetzt geht's zum nächsten Step, nach den Sozius-Fußrasten, um eigentlich quasi den Sozius-Betrieb so komplett zu eliminieren. Und das ist der Höcker. Den habe ich hier schon bestellt, hier. Und da muss ich jetzt echt gleich noch Kritik zur Verpackung üben. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar kommt dieser Höcker so eingepackt. Das ist ja alles schön und recht. Das Ding ist ja auch nicht gerade günstig. Und dann schwirrt da drin aber so lose das Dekor rum und ist schon total zerknickt, wenn es neu kommt. Und da muss ich ehrlich sagen, ich meine, wenn man hier so Produkte anbietet, die halt so teuer sind, dann finde ich das jetzt nicht so cool. Entweder sollen sie halt das Dekor gleich verkleben oder dann irgendwie noch schön einpacken, weil so ist halt echt kacke, wenn du dann schon das Ding neu bestellst und schon verknittertes Dekor hast. Finde ich jetzt nicht so schön. So, also für mich schaut das eigentlich ziemlich selbstverständlich aus. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Anleitung gelesen. Jetzt machen wir hier den Sitz hier runter, würde ich jetzt behaupten. Und dann schraubt man einfach hier diese zwei Schrauben ab. So, jetzt sind hier alle Schrauben ab, auf der Seite auch. Und jetzt ziehen wir das einfach so raus. Und dann ist schon mal der Hebel hier ab, oder der Haltegriff. Das ist jetzt der neue Höcker. Da musste man jetzt auf der Innenseite hier noch vorne dieses Kissen da festschrauben und diese zwei Gummipuffer hinmachen. Jetzt sollte das eigentlich mit einklicken.
erledigt sind. Genau, so, jetzt ist der fest und jetzt schrauben wir die Schrauben wieder da rein. So, Sitze ist drauf. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen stört oder was mich wundert, ist, dass die hintere Schrauben, die sind jetzt zu lang. Das sieht man jetzt, glaube ich, auf der Kamera nicht ganz so gut, aber die stehen ein bisschen raus. Die vorderen passen, aber die hinteren nicht. Es waren aber auch keine kürzeren Schrauben dabei. Ich werde mich auf jeden Fall informieren, ob die da reingehören, ob man da andere nehmen muss. Es hält auf jeden Fall alles und es passt auch, aber es ist halt einfach zu lang. Genau, ich werde mich da erkundigen, wenn ich was weiß, dann erfahrt ihr das hier noch im Video. Und ja, dann kleben wir jetzt noch das Dekor auf. So, ich bin jetzt nicht der Oberdekorverkleber, aber es ist jetzt auf beiden Seiten verklebt. Hier auch, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze dann nochmal draußen an im Ganzen. Ja, so, wie ihr schon gesehen habt, quasi die Fußrasten sind weg. Der Auspuff steht jetzt viel freier und ja, mir gefällt es richtig gut. Ist zwar ganz schön teurer Spaß für das Motorrad, aber ich finde, es rentiert sich. Lasst mir in die Kommentare eure Meinung dazu da und dann würde ich sagen, lasst den großen blauen Daumen da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf Wiedersehen.